Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich bei sich aufnehmen. Wir wissen Ihre Unterstützung in dieser Sache sehr zu schätzen. In Foxfinder geht es um ein Ehepaar, Judith und Samuel, die gemeinsam einen Bauernhof betreiben. Sie haben eine schwierige Zeit hinter sich und in dieser schwierigen Gemengelage kündigt sich nun auch noch Besuch an, nämlich ein sogenannter Foxfinder. Der Fuchs kann die Träume von Menschen beeinflussen. Wussten Sie das? Der Blutrausch der Bestie übersteigt ihren Appetit, eine Kampfmaschine in Vollendung. Im Auftrag des Regimes soll er untersuchen, ob Füchse, die in diesem Staat als Inbegriff des Bösen gelten, rund um ihren Hof ihr Unwesen treiben. Doch der Foxfinder William Blore scheint nicht nur an der Suche nach Füchsen interessiert, er dringt auch in das Privatleben von Judith und Samuel vor. Ich muss Ihnen nun einige Fragen stellen. Jetzt! Hat es nicht Zeit bis morgen? Nur kurz. Haben Sie jemals Wild auf Ihrem Gebiet gesichtet? Nein, nicht so oft. Ihre Antwort lautet also ja. Haben Sie regelmäßig Geschlechtsverkehr? Und in welcher Stellung haben Sie normalerweise? Die vierte Figur ist die Nachbarin Sarah. Sie scheint mehr über das politische System zu ahnen oder zu wissen. Und als Judith sie eines Tages besucht, gibt sie ihr ein Flugblatt, auf dem die Existenz von Füchsen angezweifelt wird. Und dieses Flugblatt wird für alle Beteiligten noch erhebliche Konsequenzen haben. Als ich das letzte Mal mit Abe in der Stadt war, hat man mir das hier gegeben. Warum gibst du mir so etwas, wenn er in meinem Haus ist? Das habe ich bei Judith gefunden. Wenn Sie da draußen sind, dann werde ich Sie finden. Werden Sie meinem System Folge leisten und tun, was ich sage? Du musst ihn zurücklassen. Solch ein dystopischer Plot erinnert an berühmte andere Dystopien wie 1984 von George Orwell oder Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Foxfinder von Don King reiht sich in diese Tradition als ein neuerer Vertreter ein und ist ein, ja, dunkel, schimmernder, bedrückender Thriller. Ich finde es eine sehr kluge Parabel über die Mechanismen von Diktaturen, wie so autoritäre Systeme Wahrheit verdrehen, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Und es macht so auf eine sehr berührende Art und Weise bewusst, wie sich das auch auf individuelle Schicksale niederschlägt. Riechen Sie das? Was? Faulendes Fleisch. Ihr habt meinen Sohn getötet! Ich habe einen Fuchs getötet.